Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt abgestimmt und ihr habt euch das Video oder der Großteil von euch hat sich das Video "Welcher Wunsch erfüllt sich bald?" gewünscht und hier ist es auch schon. Bevor es losgeht, nochmal kurz der Hinweis auf meinen Zweitkanal, falls du den noch nicht entdeckt hast. Ich verlinke den unten in der Infobox. Schau dort gerne vorbei, da geht es um alles, was mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, mit praktischen Tipps und auch Sitzungen wie EFT-Sitzungen und bald kommen auch noch Meditationen dazu. Also schau da gerne auch mal vorbei. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei allen bedanken, die mir immer Spenden zukommen lassen, die mir Kartendecks schicken über meine Wishlist bei Amazon. Ich freue mich wirklich immer total, wenn da was zurückkommt, einfach weil das eine Form der Wertschätzung ist. Und ich damit sehe, dass ich euch einfach erreiche mit dieser Arbeit. Und das ist ja auch meine Intention. Alles klar, meine Lieben, es geht auch schon los. Wir haben wie gehabt vier Stapel. Wir haben Stapel 1, 2, 3 und 4. Wähle einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel aus und dann schau unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die dich zu deinem Stapel führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Los geht's. Wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Wir schauen in deinen Wunsch, der sich bald erfüllt. Du hast die 6 der Münzen aus dem Tarot. Du hast den Neptun mit Illusion. Ich prüfe meine Vorhaben sorgfältig und akzeptiere jeden Ausgang. Du hast den Boten des Handelns. Etwas Neues und Aufregendes in Bezug auf Kreativität und Karriere weckt deine Aufmerksamkeit. Du hast das ausgeprägte Bedürfnis zu lernen. Du bist bereit, sofort damit anzufangen, wenn du dich vielleicht auch unsicher fühlst. Mach es trotzdem. Diese Karte repräsentiert jemanden in deinem Leben oder dich selbst, der kreativ, enthusiastisch und fasziniert vom Leben ist und alles ausprobieren möchte. Dann hast du das Bilsenkraut. Begrenzungen lösen sich auf. Mit diesem Kraut durchschreitest du die Anderswelt und erlebst die Unendlichkeit und Schönheit des Wandels. Der Atem des Kosmos. Mein Wille geschieht nach deinem Willen. Mikromanagement des Universums. Dann der innere Kompass. Finde ich immer sehr schön, diese Karte. Der Aquamarin, göttliches Lebensziel, vertrauen Sie den Zeichen und Ihrer inneren Führung, die Sie zu Ihrem Ziel geleiten. Geschäftsvorhaben, vertraue und gehe voran in Bezug auf ein neues Geschäftsvorhaben oder eine berufliche Aufstiegschance. Und der Hohepriester mit fasse Vorsätze und kreiere. Wow. Also du hast ein total spirituelles Deck. Also ich habe bei dir tatsächlich auch so, ja, eine Neuausrichtung bei dir. Du bekommst Botschaften von der geistigen Welt. Also vielleicht hast du dich ein bisschen führungslos gefühlt in der Vergangenheit und wusstest nicht so wirklich, in welche Richtung du gehen sollst oder was deine Berufung oder deine Mission ist. Dann habe ich bei dir das Gefühl, dass du da wirklich jetzt langsam hineinwächst und auch immer deutlichere Botschaften bekommst, was deine Mission hier ist. Und ich habe das zum einen von der geistigen Welt, dass du hier wirklich neu ausgerichtet wirst, dass die dir wirklich hier nochmal ganz, ganz klar zeigen, wo dein Weg hinführt, dass du dich auch in der realen Welt auf dein Lebensziel, auf deine Mission ausrichten kannst. Vielleicht hast du das auch schon immer mal in dir gespürt und warst dir nicht sicher, ob das jetzt wirklich deine Berufung ist oder dein Lebensziel und hast es beiseite geschoben. Das kann auch sein. Dann achte hier wirklich auf die Zeichen, weil du wirst hier wirklich von der geistigen Welt ganz, ganz stark auch geführt werden.
Und ich habe auch den Erfolg in der materiellen Welt da. Also ich habe einmal mit der Sechs der Münzen und dem Geschäftsvorhaben, hast du wirklich so eine hilfreiche Hand auch oder so ein Händchen für das Geschäftliche, das dahinter steckt, ja? Also es ist ja eines, ich sage jetzt mal, einen Ruf zu verspüren und eine Sehnsucht in sich zu tragen nach einer bestimmten Berufung. Und es ist was anderes, das Ganze dann so zu kanalisieren, dass du da auch in der materiellen Welt, in der reellen Welt überleben kannst mit dieser Tätigkeit, ja. Und ich habe hier wirklich so Folge den Zeichen. Das kann auch gut sein, dass du hier nochmal ein Seminar besuchen musst oder dich in irgendeiner Art und Weise weiterbilden musst, was deine kreativen Talente nochmal schult, nochmal schärft. Und dass da so ein Wandel einfach passiert, dass du merkst, dass du das, ja, dass das geboren werden kann, was da in dir ist, ja, so eine Vision, die einfach nach außen dann kommen kann, wo du halt wirklich auch diese praktische Seite dabei hast, ne, fasse Vorsätze und kreiere, ja, also, ja, so eine Manifestation einfach, dass sich das, was du dir in dir wünschst und was dir deine Seele durchgibt und deine geistigen Helferlein, dass du das auch in die Welt bringen kannst, ja, dass du hier wirklich ganz, ganz praktische Tipps auch bekommst. Und das kann auch sein mit der Sechs der Münzen, dass da wirklich jemand auftaucht, der wie ein Mentor für dich ist, vielleicht ein Coach, vielleicht ist es irgendjemand in deiner Arbeit, der dir hier wirklich die Hand reicht und der dir hilft. Das kann auch gut sein, weil es die Münzen sind, dass du vielleicht eine Finanzspritze kriegst, ja, dass du für eine Ausbildung, die du hier machen musst, um quasi das umzusetzen, dass dir da die Türen geöffnet werden, ja, dass da was auf dich zukommt, was dir das dann auch ermöglicht, das umzusetzen. Aber du kriegst hier wirklich Hilfe von der geistigen Welt und von der realen Welt, damit das geboren werden kann, damit du auf deinen göttlichen Lebensweg gehen kannst, damit du deine Ziele, die sich deine Seele gesetzt hat für dieses Leben, damit du die verwirklichen kannst. Und du wirst sehen, wie krass das ist, hätte ich fast gesagt, wie geil das ist, ja, wenn du plötzlich auf einem Weg bist, der für dich vorbestimmt ist, wenn du, ja, ich sag jetzt fast, das ist so eine Art Co-Kreation mit dem Universum, ja. Du kriegst die Botschaften durch, du empfängst die, du hörst sie, ja, du nimmst sie wahr. Vielleicht hast du sie lange ignoriert oder nicht wahrgenommen. Und du kannst sie dann auch praktisch umsetzen. Und das ist wirklich so ein schöner Zustand von Flow und von Co-Kreation, habe ich bei dir ganz stark im Kopf, mit dem Universum, wo du wirklich, ja, dein Inneres nach außen bringst, ja, dass du das wirklich deine Vision umsetzen kannst, dass du deine Vision in die Welt bringen kannst, dass du deine Vision gebären kannst, will ich fast sagen. Und dich wirklich auch öffnest, ja. Und das habe ich auch ganz konkret bei dir. Vielleicht magst du dir auch mal auf meinem Zweitkanal die Kraft des Manifestierens anschauen dazu. Ich habe bei dir wirklich so dieses öffne dich, ja. Öffne dich dem Leben, lass das Leben geschehen, ja, reagiere auf das, was du hereinbekommst, anstatt zu initiieren, ja, initiiere nichts und fokussiere dich nicht auf ein bestimmtes Ziel, sondern lass das offen, ja, weil es ist oft so, dass wenn wir versuchen, ein Ziel zu manifestieren, dass wir das natürlich aus der jetzigen Verstandssituation heraus machen und das halt oft dann dazu führen kann, dass wir uns auf was fokussieren, was nicht das Beste für uns ist in der Zukunft. Also überlass das wirklich deiner Seele, dem Universum, dein Ziel festzulegen. Und dann wirst du staunen, wie viel besser das ist, als du dir das jetzt erdenken könntest, ja? Also mach dich hier wirklich, wenn du hier auch, was auch immer ein guter Tipp ist, dass du, wenn du dir was vorstellst, stell dir einen Gefühlszustand vor. Oder wenn es wirklich irgendwas Konkretes ist, dann sag so oder noch besser, ja, damit du dem Universum trotzdem den Raum gibst, dir einfach auch was Besseres zu bringen, wenn was Besseres da ist, ja, oder wenn was besser wäre für dich.
Sehr, sehr schöne Karten. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und den Zweitkanal. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die diesen Aquamarin gewählt haben. Wir schauen in deinen Wunsch, der sich erfüllt. Die 5 der Münzen. Steinbock mit Autorität. Ich lobe mich selbst und kann dadurch motiviert die alltäglichen Pflichten erledigen. Die 8 der Fülle, dies ist eine Zeit, deine Fähigkeiten anzuwenden und zu verfeinern. Vielleicht fühlst du dich aufgerufen, noch einmal zur Schule zu gehen, Seminare zu Themen zu besuchen, die dich faszinieren oder mehr über die Kunst des Heilens zu erfahren. Zudem ist es ein guter Zeitpunkt, deinen Job oder deinen Beruf zu wechseln. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in den Details. Überwache deine Projekte sorgfältig. Dann Ginster, du bist ein Sieger. Habe Mut zum Risiko. Der Ginster vertreibt alles Dunkle und erfüllt dich mit Licht, Kraft und Zuversicht. Wow. Das große Ganze sehen. Energie der Plejaden. Visionär, intuitive Eingebungen. Der Segen. Wow. Der Rubin, gesegnet sei Ihr Herz. Ergreifen Sie die emotionale und spirituelle Unterstützung, die sich Ihnen bietet, um Ihr Herz zu heilen. Bitte um das, was du möchtest. Teile dem Universum und anderen Menschen mit, was du brauchst. Und der Sommer, bade in Freude und Licht. Wow, sehr, sehr schöne Karten, sehr sommerliche Karten auch, ja. Hier auch, du bist ein Sieger, wunderschön hier mit der Sonne. Hier ist der Sommer, hier ist der Segen. Sehr, sehr schön. Du hast hier zweimal, du hast hier einmal Segen und einmal gesegnet, finde ich auch sehr, sehr schön. Also, was ich bei dir wirklich, also was mein erstes Gefühl bei dir war, war dieses, du siehst gar nicht, was dir das Leben gerade alles anbieten will. Weil du in irgendwas drinsteckst und das kann tatsächlich bei dir beides sein. Das kann in der Liebe sein oder im Job. Bitte nimm das, was für dich passt, weil ich habe hier ein Entweder-Oder, ja. Da ist auch ganz stark das Herz mit drinnen bei dir. Also es kann durchaus in der Liebe sein, muss aber nicht, kann auch ein Job sein oder einfach, ja, dass du leidest im Job, dass das nicht mehr das ist, was du haben möchtest, dass du vielleicht, ja, deine Energie gerade ein bisschen verschleuderst in dieser Situation, dass du keine Freude mehr empfindest bei dem, was du machst, ja. Und dass dadurch alles ein bisschen so der Alltag und deine Pflichten und alles drumherum ein bisschen schwerfällig geworden ist. Und ich habe hier wirklich dieses, da wartet ganz, ganz Großes auf dich, wenn du beginnst, dafür loszugehen. Und das Leben verlangt von dir hier wirklich, dass du dir im Klaren wirst, was du möchtest, dass du wirklich rausgehst aus diesem Fokus von, das möchte ich nicht, das gefällt mir nicht, ja, dass du hier wirklich mal überprüfst, wie sehr du dich auf das fokussierst, was du nicht möchtest und was gerade nicht gut ist in deinem Leben, weil dadurch manifestierst du natürlich auch immer mehr aus dieser Energie heraus. Schau dir dazu auch gerne mein Video auf dem Zweitkanal mit die Kraft des Fokus an. Das war mein erstes Video. Ganz, ganz wichtig, den Fokus neu ausrichten bei dir, damit du wieder Lösungen siehst, ja. Hier deine Affirmation ist wirklich, ich fokussiere mich auf Lösungen und Möglichkeiten und nicht auf das, was ich nicht will, ja. Um den Segen einfach wieder zu sehen, um den Segen wieder empfangen zu können. Du schaust in die falsche Röhre, habe ich ein bisschen das Gefühl, kriege ich bei dir so rein. Und es geht jetzt wirklich wieder darum, bei dir Visionen zu haben, ja, Visionen für dein Leben, dir wieder Inspiration zu holen durch,
Weiterbildungen, Seminare, was auch immer da reinkommt, ja, was auch immer sich für dich stimmig anfühlt. Du wirst sehen, dass in dem Moment, wo du deinen Fokus anders ausrichtest, wo du wieder schaust, okay, wo ist denn die Freude, wo sind denn meine Lösungen, meine Möglichkeiten im Leben, wirst du sehen, dass wieder ganz andere, dass dir das Leben wieder andere Angebote macht, weil du sie wieder siehst, weil du sie wieder wahrnimmst, ja. Und dann gehst du automatisch wieder in die hellere Seite des Lebens, in Anführungszeichen, und gehst wieder deinem Licht einfach entgegen, ja? Das Licht ist gerade ein bisschen hinter dir und du wirfst einen Schatten auf dein eigenes Leben und schaust in diesen Schatten rein. So kriege ich das Bild bei dir rein, ja? Umdrehen ist die Devise und ins Licht gehen, aufs Licht fokussieren. Nicht auf das, was du nicht möchtest. Und auch ganz klar bei dir, beende das, was dir nicht mehr gut tut und schau, dass du wirklich mit jedem Tag mehr einen Schritt auf dein Licht zu machst, in deine Freude kommst, ja, weil das, was hier auf dich wartet, ist wirklich, du hast hier zweimal den Segen drin, ja, du hast hier das Licht, du hast den Sommer, du hast bitte um das, was du, das Universum sagt dir ja schon, bitte um das, was du haben möchtest und ich bin schon da, ja, mit dem Tablett in der Hand, wenn wir wieder den Kellner, das Kellnerbeispiel nehmen, ich habe schon alles da, du musst mich nur darum bitten, ja. Und vielleicht hast du auch vergessen, welche Schöpferkraft du hast und welche Hilfe du auch in der geistigen Welt hast, wenn du darum bittest und wenn du mit denen zusammenarbeitest. Die führen dich schon wieder ins Licht. Und verbring deine Zeit nicht damit, dich mit dem auseinanderzusetzen, was du nicht haben möchtest und das vielleicht zu analysieren und dich in dem zu baden, ja, sondern mach hier wirklich, geh hier energetisch raus aus dieser Situation, geh vielleicht auch physisch raus, wenn du es beenden kannst, was auch immer es ist, ja, so dass du wirklich wieder in eine andere Schwingung auch reinkommst, in eine andere Energie, damit sich bei dir einfach wieder Wege öffnen können. Und das habe ich wirklich bei dir, ist dieser Wunsch. Du hast vielleicht innerlich den Wunsch, wieder mehr in deine Kraft, wieder mehr in dein Licht zu kommen, ja, dich wieder besser zu fühlen auf allen Ebenen, weil wenn wir gegen unsere Freude, gegen unsere Wahrheit leben, dann wirkt sich das auf unser komplettes Leben aus, auf unser komplettes System. Da funktioniert der Körper nicht so, wie er funktionieren soll, da ist psychisch problematisch, ja. Also das wirkt sich ja auf alle Lebensbereiche aus. Deswegen hier ganz, ganz wichtig, hier so ein Shift wieder hinzubekommen, damit du wieder ins Licht gehen kannst. Und erlaube dir, deine Träume auch wieder zu träumen und die auch zu formulieren, ja. Ich habe ein bisschen so dieses Kopf in den Sand stecken und ja, mein Leben ist halt so, wie es halt jetzt ist und das passt schon. Also hier wirklich wieder, erlaube dir wieder auch einen Wunsch mal zu formulieren, ja. Und den auch groß zu träumen, ja. Erlaube dir das wieder, erkenne wieder, wer du bist, ja, und wo du hin willst in deinem Leben. Sehr, sehr schön. Also hier ist echt so ein Turnaround drin bei dir und das Leben möchte dir hier sehr, sehr viel anbieten, ja. Die warten auf dich. Deswegen mach dich hier auf den Weg, höre auf deine intuitiven Eingebungen. Klammer dich wieder an deine positiven Visionen, an deine Träume, bitte um Hilfe und geh wieder los für deine Träume, geh deinem Licht entgegen, ja, anstatt auf den Schatten zu schauen und dadurch wie gelähmt zu sein, ja. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Den Zweitkanal natürlich auch. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3, für alle, die das Tigerauge gewählt haben. Wir schauen in deinen Wunsch, der sich erfüllt. Judgment, also die Gerechtigkeit. Dann Uranus, Konflikt. Ich versuche in einer Konfliktsituation die andere Seite zu verstehen und kann dadurch viel gelassener ein klärendes Gespräch führen. Also da geht es nochmal um Konflikt.
Schauen wir mal. Du warst verwirrt im Hinblick auf eine Situation in deinem Leben, doch plötzlich ist dir alles sonnenklar. Egal, ob dir die Wahrheit von deinen Engeln offenbart oder von einem Freund enthüllt wurde oder du sie selbst entdeckt hast. Es fühlt sich wunderbar an, wach und bewusst zu sein. Zögere nicht und bitte um eine Zeit des Alleinseins, falls es das ist, was du brauchst. Brunnenkresse, in dir ist das ganze Meer und das Wasser segnet dich jeden Tag. Lasse deine Gefühle frei fließen und bade vertrauensvoll im großen Fluss des Lebens. Wow. Sternenfamilie, du gehörst zu einem Verbund von Seelen. Rufe Unterstützung herbei. Mut. Der Opal, lassen Sie Ihr inneres Licht erstrahlen. Sie werden dazu ermutigt, kühn zu sein und auf die Pauke zu hauen. Geburtstag. Die Antwort auf deine Frage hat mit einem wichtigen Geburtstag zu tun. Und die Medizinmutter, erweise deinem inneren Wissen die Ehre. Wow, okay. Also ich habe bei dir wie so ein bisschen so ein, hier auch durch die Karte, so ein bisschen so ein Neugeburt-Flair. Und ich habe bei dir, also bei dir gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Es kann sein, dass du dich in einer Situation befindest, wo ein Konflikt herrscht, wo du dich unfair behandelt fühlst vielleicht, wo du ja einfach eine Lösung herbeisehnst. Dann wirst du hier wirklich aufgefordert, ein paar Schritte zurückzugehen, um für dich wieder Klarheit zu erlangen, bevor du dich in diesem Konflikt weiterhin verlierst, ja. Das kann vielleicht auch irgendwas mit der Familie zu tun haben, weil du einmal die Sternenfamilie auch da hast, die dir sagt, hey, wir auf der geistigen Welt, wir unterstützen dich dabei, wir helfen dir dabei, Klarheit zu erlangen in dieser Situation, zu schauen, wie du da am besten, ja, das für dich auch abschließen kannst, ja, und diesen Konflikt beenden kannst. Das kann aber auch gut sein, dass das ein Konflikt in dir ist, dass der Konflikt in dir ist und du, ja, zwischen irgendwas hin und her schwankst, nicht wirklich weißt, ob nach links oder nach rechts. Vielleicht erfordert ein neuer Weg auch sehr viel Mut gerade, ja, dass du wirklich hier dir diesen Neustart, diese Neugeburt auch erlaubst. Du hast auch den Geburtstag drin, ne? Also ich habe auch hier diese Neugeburt und dieses Mutigsein und loszugehen, ja. Dein Licht wieder zu erstrahlen oder erstrahlen zu lassen. Ja, wirklich wieder Spaß am Leben auch zu haben, auf die Pauke zu hauen, hast du ja auch drin. Wieder mehr in dich zu kommen. Und ich habe hier bei dir eine ganz starke spirituelle Seite, die darauf wartet, dass du, ja, dass du das erkennst, wer du bist, dass du erkennst, wer du bist, was du bist. Und dass du so viel mehr bist als das, was du denkst. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du dich ein bisschen einsam fühlst in letzter Zeit, dass du dich alleine fühlst. Vielleicht hast du Angst, dass wenn du diesen neuen Weg gehst, wenn du diesen Mut aufbringst, und diesen neuen Weg gehst, dass du dann ja einsam und alleine bist. Und da ist hier wirklich so eine ganz, ganz starke Energie von deiner geistigen Familie da, die dich wirklich, die sagen, hey, du bist hier, du hast hier echt eine Million Legionen hinter dir, ja, die dich hier unterstützen bei deinem neuen Weg, die diesen Weg mit dir mitgehen, die gerade darauf warten, dass du endlich losgehst für dich, ja. Ich habe das Wort Mutausbruch bei dir im Kopf, also wirklich, dass du ausbrichst und mutig bist und losgehst und dich befreist und dich frei machst, ja. Und Platz machst für das, was da neu geboren werden möchte, ja. Du hast hier das Thema Gefühle mit drin. Vielleicht hängst du da gefühlsmäßig in Situationen fest, was dich daran hindert, weiterzugehen. Dann wirst du ja aufgefordert, wirklich deine Gefühle anzunehmen als das, was sie sind.
aber sie nicht dein Leben bestimmen zu lassen. Ja, also wenn das bei dir so ist, dass du einfach in der Situation drin steckst, wo du starke Emotionen hast, ich kann dir nur empfehlen, auf meinem Zweitkanal, ich poste dort immer wieder EFT-Sitzungen zu den unterschiedlichsten Emotionen. Das ist wirklich meines Erachtens eines der wirkungsvollsten Tools, um Emotionen, die sehr, sehr stark sind, auch sehr, sehr schnell zu transformieren und aufzulösen und wieder weiterzugehen. Also einfach auch die Blockade, die Emotionen dann oft hervorrufen in uns, wenn sie sehr, sehr stark sind, die lässt sich mit EFT sehr schnell und sehr, sehr effizient auch beseitigen, damit du auch wieder ja durch eine neutralere Brille schauen kannst, ja, damit du dich nicht von Emotionen wie Wut oder Angst oder was auch immer es ist, dass die nicht dein Leben übernehmen, ja, oder dich zurückhalten, ja, die dürfen da sein, die haben eine Botschaft, das ist wichtig und dass man auch diese Botschaft wahrnimmt, aber halt nicht, dass man sich hemmen lässt davon. Und ich habe bei dir wirklich so ein ganz starkes Thema Neugeburt mit drin, dass du hier wirklich so eine, ja, so ein New You, ne? Ein neues Ich da raus will aus dir. Und dafür braucht es aber Mut auf deiner Seite, auch wirklich aufzumachen und loszulassen, damit es rauskommen kann aus dir, damit das hochsteigen kann und damit sich das zeigen kann, ja. Also auch dieses Thema, versteck dich nicht mehr, geh raus jetzt, zeig dich so, wie du bist, sprich deine Wahrheit, pass dich nicht mehr an. Vielleicht bist du jemand, der sich sehr, sehr viel auch angepasst hat im Leben bis jetzt, der immer sehr darauf geachtet hat, anderen nicht auf den Schlips zu treten oder nirgendwo anzuecken, der vielleicht ein, wie wir es alle kennen aus der Kindheit, ein liebes Mädchen war oder ein lieber Junge immer noch. Und jetzt hier wirklich mal rauszugehen und auf die Pauke zu hauen und du zu sein, ja, bewusst auch anecken gehört dazu. Das ist doch, also, das ist Teil des Lebens, ja, du wirst immer. Wenn du authentisch bist und wenn du bei dir bist und wenn du deinen Weg gehst, dann wirst du die Menschen anziehen, die das gut finden, was du machst. Und du wirst die Menschen anziehen, die sich getriggert fühlen durch dich und durch das, was du sagst. Und weißt du was? Beides ist völlig in Ordnung. Und auch die, die du triggerst, das kann gut sein, dass sich jemand bei dir denkt, boah, was die sagt, das ist ja völliger Quatsch oder das ist ja völliger. Und du weißt es nicht, vielleicht in 2, 3 Monaten, in 2, 3 Jahren erinnern die sich an deine Worte und verstehen es endlich, weißt du? Du weißt auch nie, was dein Trigger in anderen verändert und auslöst. Deswegen hab hier keine Angst anzuecken, das ist völlig in Ordnung. Bleib mutig bei dir, in deiner Kraft und geh in diese Neugeburt hinein, nimm deine Emotionen an, so wie sie sind und hol dir gleichzeitig die Unterstützung von deiner Seelenfamilie, die hier wirklich hinter dir steht und die sagt, wir warten nur darauf, dass du endlich losgehst, damit wir dich unterstützen können dabei. Du hast so viel Wissen in dir. Erweise deinem inneren Wissen die Ehre. Du kannst mehr als das, was du gerade machst. Also lass das raus aus dir. Halt dich da nicht klein, mach dich nicht klein. Setz hier deinen Zaun, den du dir gesetzt hast, ein bisschen weiter und schau mal, wie weit du gehen kannst und was da einfach raus möchte aus dir, wenn du dir selber nicht mehr den Deckel aufsetzt, sondern wenn du dich einfach mal, ja, groß werden lässt, wenn du dir deine Größe einfach mal erlaubst und diese Neugeburt, die hier auf dich wartet. Also ganz, ganz tolle Karten. Da will wirklich was neugeboren werden in dir. Vielleicht wünschst du dir das ein bisschen schon. Vielleicht ist das ein Wunsch, den du vielleicht ein bisschen verdrängst, weil er dir vielleicht Angst macht, weil er dir Respekt einflößt. Aber lass den mal zu und lass den Wunsch in Erfüllung gehen. Und dann schau mal, was passiert in deinem Außen, in deinem Leben. Sehr, sehr schöne Karten. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, vergesst das Däumchen hoch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4, für alle, die diesen Stein gewählt haben. Wir schauen in deinen Wunsch. Die Welt im Tarot, sehr, sehr schön.
Das fünfte Haus mit der Lebensfreude. Ich mache das, was mir am meisten Freude bereitet und bringe mich zum Ausdruck. Der Helfer der Fülle. Wenn du auch viel zu tun hast, ist es dennoch wichtig, dich als erstes gut zu organisieren. Sobald alle Pläne abgeschlossen sind, kannst du deine Ärmel aufrollen und dich an die Arbeit machen. Deine Schutzengel sind bei dir und bereit, dir zu helfen. Außerdem weist diese Karte auf einen sehr liebevollen und loyalen Freund hin mit einem großen Herzen, schnellen Verstand und endloser Geduld. Diese Person könntest du selbst sein. Der Fliegenpilz, träume dich glücklich. Dieser Zauberpilz führt nach innen. Hole alle deine Träume ins Licht, bis du entdeckt hast, wer du wirklich bist. Der Puls des Lebens, Puls der Mutter Erde, Entschleunigung und Zeit in der Natur. Die Vision. Der Kalzit, hektische Zeiten und Multitasking. Überprüfen Sie Ihren Zeitplan, wenn es hektisch wird, und fragen Sie sich ganz ehrlich, warum Sie so beschäftigt sind. Der spirituelle Lehrer. Es gehört zu deinem Lebenssinn, Heilung und Spiritualität zu vermitteln. Und nimm dir Zeit für Reflexion. Das passt ja super. Schau mal, hier zweimal. Gönn dir Zeit. Reflektiere, gib deinen Träumen, deinen Visionen Platz in deinem Leben. Also das habe ich tatsächlich ganz, ganz stark bei dir. Die Frage auch, mit was hältst du dich beschäftigt, was dich davon abhält, deine Träume zu träumen und deine Visionen zu leben. Und ich habe bei dir ein bisschen auch dieses Gefühl, von, du erlaubst deinen Träumen nicht genügend Platz in dir und deinen Visionen, weil du dir denkst, du erreichst es sowieso nicht und dann schiebst du sie beiseite, weil du dir denkst, sie sind zu groß, weil du dir vielleicht denkst, du bist nicht gut genug dafür, was auch immer an Glaubenssätzen dich daran hindert, dass du denen Raum gibst, ja. Und ich sage aber immer dazu, unsere Träume, unsere Visionen, das, was wir gerne haben möchten, das hat ja einen Grund, warum du diesen Traum hast und warum du dich dahin gezogen fühlst. Das ist ja nicht grundlos so, sondern das sind ganz oft sind das Eingebungen von der Seele, weil das genau unser Weg ist, ja. Und wir denken uns immer, wir sind nicht wert, wir sind es nicht wert, das zu bekommen. Das wollen alle anderen auch oder andere sind immer besser als wir. Also achte mal da auf deine Geschichten, die du dir da innerlich erzählst, warum deine Träume und deine Visionen sowieso, also warum du denen nicht nachgehen kannst, weil du bist hier wirklich da, du hast eine spirituelle Mission, ja, du hast eine Mission, der Allgemeinheit zu dienen mit deinen spirituellen Gaben. Und das kannst du aber nur, wenn du deine Träume zulässt, wenn du in deiner Freude bist, ja, wenn du in deiner Vollkommenheit bist und wenn du darauf zugehst und es zulässt, ja, und es in dein Leben kommen lässt. Und ich habe bei dir tatsächlich auch dieses Thema. Deine Träume, deine Visionen brauchen Raum in deinem Leben und Struktur, ja, dass du wirklich sagst, okay, ich gehe jetzt, jeden Tag mache ich eine Kleinigkeit in Richtung eines Traums, den ich habe oder in Richtung einer Vision. Ich gebe mir Zeit, jeden Tag diesen Traum mal kurz durchzuspielen im Kopf und mir dann aufzuschreiben, was könnte denn der erste Schritt sein in Richtung Verwirklichung dieses Traums. Und das können wirklich ganz, ganz kleine Sachen sein, aber so, dass du jeden Tag was machst in diese Richtung, ja, in diesen Traum einzahlst sozusagen. Ich kriege auch gerade bei dir rein, du hast so viele Schutzengel an deiner Seite, die dich dabei unterstützen. Vielleicht bist du auch selber ein Erdenengel, falls du dich damit noch nicht beschäftigt hast. Ich glaube, Doreen Virtue hat da ganz, ganz gute Bücher drüber geschrieben, also kann ich echt empfehlen. Zum Thema Erdenengel gibt es auch zahlreiche Videos. Informier dich gern mal dazu. Vielleicht kannst du dich damit auch ganz gut identifizieren. Nimm dir wirklich diese Zeit für diese Seite in dir, für diese spirituelle Seite, weil die möchte jetzt wirklich rauskommen. Und die wartet auf dich, ja. Aber also du wirst schon auch aufgefordert von der geistigen Welt, so dich zu strukturieren, dich zu organisieren, so dass du dem Ganzen auch Raum geben kannst, dem Ganzen auch in deinem Leben Raum zu geben.
Und dann wirst du nämlich feststellen, dass in dem Moment, wo du diese Seite in dir, diesen Ruf, den du verspürst, mehr Platz gibst in deinem Leben, fühlst du dich vollkommener, weil du eine ganz, ganz große Seite von dir nicht wegdrückst und nicht ausschließt, weil du der erlaubst, auch Teil deines Ichs zu sein und weil du dir erlaubst, auch diese Seite voll auszuleben. Und ich habe tatsächlich bei dir auch am Ende des Tages als diesen Wunsch, der sich erfüllt, die Lebensfreude und das Glück, was hier wieder auf dich wartet, ja. Und das kriegst du dadurch, indem du dieser Seite von dir, deiner Spiritualität, wieder mehr Raum gibst, indem du deine Gaben, deine Talente, die deine Seele sich vorgenommen hat, die du natürlich hier mitgebracht hast, die du vielleicht in ganz vielen Leben davor schon verfeinert hast, indem du das zulässt und anfängst, auch diese Seite in dir zu entdecken, weil ich habe auch ganz stark bei dir, du hast ganz viele spirituelle Gaben, die dir nicht bewusst sind, weil du diese Seite nicht genug Aufmerksamkeit schenkst, weil du diese Seite, vielleicht merkst du gar nicht, was du alles kannst, was der Durchschnittsmensch in Anführungszeichen, der diese spirituellen Gaben nicht hat, was deine Gaben sind. Also ich habe bei dir ganz stark vielleicht auch dieses Thema hellsichtig, hellfühlig. Wirklich, du hast ganz konkrete Gaben. Spür mal da in dich hinein, was sich für dich stimmig anfühlt, was du vielleicht schon dein ganzes Leben lang hast und anwendest, was dir aber so gar nicht bewusst ist, dass du das kannst. Vielleicht ist es, dass du Träume hast, die wahr werden, ja? Also, dass du, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dass du Visionen in deinen Träumen empfängst. Vielleicht ist es, dass du über Eingebungen, über die Intuition einfach Botschaften reinbekommst. Vielleicht kannst du sehr, sehr gut channeln auch. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten bei dir, die dir, glaube ich, gar nicht so bewusst sind. Und wenn du dir diese Talente, diese Gaben bewusst machst und siehst, indem du wirklich auch in die, ja, in die Ruhe kommst, in die Reflexion, indem du dieser Seite Raum gibst in deinem Leben und diese Seiten vielleicht auch schulst, vielleicht willst du dich da auch irgendwo weiterbilden, ja, vielleicht dir einen Mentor suchen, jemanden, der dich dabei unterstützt, einfach diese Seite in dir noch mehr hervorzubringen. Auch oft hilft es, wenn man sich durch einen Coach oder was auch immer, ja, Heiler, Therapeut, Feedback von außen einfach einholt, ne? Dass jemand von außen drauf schaut und sagt, hey, du kannst dir das richtig gut oder so, damit du dir im Klaren wirst, dass du da was hast, was echt ein Geschenk ist und eine Gabe ist und was nicht jeder hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist eine ganz wichtige und großartige Seite von dir, die gelebt werden möchte. Und wenn du da die Anbindung wieder dazu hast, dann wirst du wieder mehr Lebenssinn empfinden, dann wirst du wieder mehr Lebensfreude haben und dann wirst du dich wieder ganzer fühlen. Ist das ein deutscher Satz? Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Wieder ganz fühlen, ja, wieder mehr vollkommen fühlen, so rum. Und du wirst einfach wieder einen Kanal einfach auch für deine Lebensfreude haben und für etwas, was dich sehr, sehr erfüllt. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial drin in diesem Spirituellen. Geh mal darauf zu und schau mal, was du da hast, was du vielleicht, ja, dein ganzes Leben lang vielleicht schon übersehen hast und gar nicht gemerkt hast, was du da für tolle Geschenke und Gaben mitbekommen hast. Sehr, sehr schön. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, vergesst nicht den Daumen hoch und den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.